Da sind wir ja schon wieder. Diesmal mit einer Aufgabe und die Aufgabe hat sich gewaschen. Wir wissen ja schon, dass der Predator jetzt freizuschalten ist. Was muss man machen, um den Predator selbst zu kriegen? Man muss ihn besiegen. Ich bin gerade einfach mal so in die Runde reingegangen, gucken natürlich, ob er da ist, wo er ist und wo müssen wir hin? Wir müssen hier oben hin. Also auf jeden Fall nach City Stronghold. Das Problem ist, da ist die Hölle los. Also wo ich gerade da gelandet bin, ich glaube, wir waren 30 Leute, wenn nicht noch mehr. Ich werde es natürlich jetzt versuchen mit euch zusammen, aber ich denke mal, das wird, glaube ich, dauern, bis man den hinkriegt. Weil du hast zwei Probleme. Du hast den Predator dann an der Backe und du hast noch gegnerische Spieler an der Backe. Das Problem ist halt einfach, vielleicht hat man Glück und man hat eigentlich, es hat sich alles soweit beruhigt. Einer der letzten, die mit euch da sind, wollen den gerade legen. Aber ihr habt die Chance, dann quasi einfach mitzumachen. Oder natürlich, beste Variante würde ich behaupten, wäre im Teammodus. Aber das muss man halt dann einfach mal rausfinden. Ich denke mal, dass ich es nachher, beziehungsweise gleich im Stream mit euch noch probieren werde. Also, wer im Stream dabei sein will, natürlich gerne unten in der Videobeschreibung auf Twitch gerne Follow da lassen. Würde mich natürlich freuen. Gerne auch ein Like hier aufs Video da lassen. Und wenn du noch mehr sehen willst, natürlich gerne ein Abo da lassen. Ich werde auch jetzt wieder die Aufgaben hochladen, soweit. Aber ich muss erstmal so viel aufholen, weil ich habe in der Season eigentlich noch gar nichts großartig an Aufgaben gemacht. Und aufgabentechnisch ist ja anscheinend doch eine Menge da. So, wie ist die Route? Ha, schauen wir mal. Aber wie gesagt, wer noch Bock hat, auch noch einen Skin zu gewinnen, gerne auch im Livestream vorbeischauen. Du kannst dir sogar einen Skin erspielen, indem du einfach eine Solo versus Duo Runde gewinnst, indem du einfach mit mir reingehst, wie ich lass mich umbringen, wir gucken dir zu im Livestream. Solltest du es schaffen, die Runde zu gewinnen, bekommst du halt einen 800 V-Bucks Skin. Musst auch nicht direkt den Skin nehmen, der im Shop ist, sondern hast quasi die freie Wahl. Kannst dann auch erst in der Woche den Skin holen. Und konstant läuft halt immer jetzt irgendeine Skin-Verlosung, die aber mit Kanalpunkten quasi finanziert wird. Quasi, wenn die Community zusammen. Zurzeit haben wir 100.000 Kanalpunkte. Lang darf es eigentlich nicht mehr dauern. Wenn die dann erreicht werden, werden wir einen Skin verlosen. Ich werde das aber dann auch mal immer auf YouTube auch bekannt geben. Denke ich mal, damit auch die, die schon reinbezahlt haben, da eine Info bekommen. Also von daher, es lohnt sich eigentlich wirklich mal vorbeizuschauen. So, jetzt gucken wir mal. Ihr seht ja schon selber. Pleasant Park ist die zweite Wahl. Keiner will nach Pleasant Park. Aber bei mir war auch eben die Route kam genau von oben nach unten. Also wir sind direkt dahin geflogen. Aber jetzt wird es natürlich knifflig. Eben in der ersten Runde hatte ich 3 Kills, aber dann kam einer um die Ecke, hat mich dann weggeholt. Ich habe noch keine Taktik oder so, wie man hier am besten vorgehen sollte. Na, die meisten landen hier oben, weil eigentlich gefühlt jeder sagt, der ist meistens hier oben. Ah, man hört schon was. Ihr seht ja, das ist geisteskrank. Also ich schätze mal, hier hast du wirklich nur eine Chance als Team. Da, der ist auch schon wieder tot. Ich werde es aber nochmal probieren. Nur gerade gucken, ob er ihn sieht. Weil irgendeiner muss ihn ja dann mal sehen. Aber, was ich auch gesehen habe, man kann sich diese Infrarotfische, die kennt ja jeder. Außer ich weiß nicht, wie sie aussehen. Aber ich werde einfach jeden Fisch essen, den ich finde. Mit dem kann man den Predator auch sehen. Also, wenn man den Fisch nimmt, dann werdet ihr ihn definitiv finden. So, passiert hier noch was? Er ist tot. Ah. Wird mich halt nur interessieren. Aber ihr seht ja selber, wie viele Leute hier rumlaufen. Allein so viel Munition kann man schon bald gar nicht finden. Ah, ja, dann ist er der Letzte. Ich glaube, wenn man richtig hinhört. Ich weiß nicht, ob der Ton da schon immer da war. Ah, da hinten wird geschossen. Komm, ich renn weiter. Weil er wird ja auch nur einmal in der Gegend da sein. Heißt, wenn er jetzt, keine Ahnung, wenn er jetzt hier gerade getötet wird und du bist hier noch übrig, bringt dir das ja auch nichts. Also hier kannst du dich nicht. Also defensiv darfst du eigentlich nicht spielen. Und der interessiert sich auch nicht für den Gegner. Ah. Oh, mach schneller.
Ist dieses Rad dann schon immer da gewesen oder ist das von dem Zaun? Lol. Kam mir gerade vor, als würde er mich hören. Mal gucken, ob er ihn sieht. Ah, es wird immer noch geschossen. Ja, du musst ihn schon suchen. Hallo? Also wie er es macht, ist eigentlich die falsche Variante. Klar, er lootet jetzt erstmal, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist die falsche Variante. Du musst einfach so aggressiv wie möglich da rumlaufen. Ja, versuch den Fisch zu finden. Ist das der nicht schon? Oh Gott, muss ich auch gerade einem zugucken, der eigentlich nichts kann. Ja, toll. Der Fisch war Weltklasse. Eieieiei. Der war das, oder? Was macht der denn? Pass auf, der legt am Ende legt er noch einen Predator. Pass auf, was ich sag. Und? Weil, was ich jetzt so gelesen habe, der Predator ist ja unsichtbar. Ist ja wie im wahren Leben. Also wie er im Film auch ist. Aber er findet dich. Also der läuft hier rum und sucht halt. Und dann wird er halt erst aktiv. Ja, was ist denn los? Schaffst du es oder nicht? Guck, der wird immer noch rumgeballert. Und schreibt mal bitte in die Kommentare, wer den Skin schon hat. Das würde mich nämlich auch interessieren. Und wie ihr es gemacht habt. Habt ihr es im Team gemacht? Weil in Gruppenkeile sind die doch eigentlich nicht da, oder? Weil Bots sind in Gruppenkeile überhaupt nicht da. Was hat er vor? Wann kommt die Zone? Ach, Zone läuft schon. Das Problem ist, ich weiß auch nicht, wie er aussieht oder sonstiges. Weil ich glaube, wenn ich jetzt nochmal reingehe, ich glaube, ich mache das mit euch im Stream. Also ohne Quatsch, wer Bock hat, den Predator zu machen, kann halt auch gerne im Stream vorbeischauen. Ich werde es auch gerne öfters machen, nur um euch zu helfen, ist kein Problem. Nee, das ist der andere Bot. Ich würde jetzt schon gerne wissen, ob der ihn findet oder nicht. Also wie gesagt, gerne auch im Stream vorbeikommen, Twitch. Ich werde gleich online gehen. Ich schätze mal, wenn das Video hochgeladen ist, kurz danach gehe ich auch schon online. Ja, das ist noch ein normaler Skin. Glaube, das wird ein Krampf, den zu finden. Ich glaube, so einfach wird das gar nicht. Ah! Ich glaube, da ist er. Da ist er. Oder? Ne, das war ein Skin. Ach, der hat den schon gelegt. Oder? Weil mit dem Handschuh würde ich behaupten, dann wurde er schon gelegt. Also, ihr habt es ja gesehen. Er ist oben gelandet, hat 3, 4 Kills gemacht. Aber Predator nicht gefunden. Aus dem Grund Mission nicht geschafft. So, wie gesagt, wer gleich gern dabei sein will, gerne auf Twitch vorbeischauen. Link ist in der Videobeschreibung. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Ciao.